Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, die diesem Tagesordnungspunkt zugrunde liegende Drucksache könnte auch heißen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das intellektuelle und moralische Vermögen oder besser Unvermögen der Spezialdemokraten. Ich frage mich ernsthaft, wo Sie die letzten Jahre waren im Plenum, in den Ausschüssen und im parlamentarischen Kontrollgremium und ob Sie Ihre eigenen Drucksachen überhaupt gelesen und verstanden haben. Der letzten wie auch der aktuellen Landesregierung war schließlich nichts wichtiger als ihre Maßnahmen gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und sonstige Staatsfeinde aus dem richtigen politischen Spektrum, also nur von rechts, zu zelebrieren. Ganz im Stile Annalena Baerbocks war es dann möglich, mit Copy and Paste ein 30-seitiges Pamphlet hier einzubringen. Zusammenkopiert aus unzähligen Anträgen Ihrer Fraktion und natürlich der Grünen. Wirklich Neues erfährt man dann aber nicht, aber Interessantes liest man ja immer wieder gerne. Wie zum Beispiel, dass 2020 nur etwa 5% der Meldungen gegen Hetze im Internet an die Plattformbetreiber zur Löschung gemeldet wurden und nur knapp 4% gelöscht wurden. Der große Rest dürfte Mimimi gewesen sein, gemeldet von sogenannten Meldemuschis, die ihren Tag mittags um 12 Uhr beginnen, statt einer geregelten Arbeit nachzugehen. Von Linken, die zwischen guter und böser Gewalt unterscheiden können, oder entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihren früheren Ministerpräsident von Niedersachsen, Gerhard Glogowski, zitiere. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihren Ministerpräsident, früheren Ministerpräsident Glogowski zitiere, von Leuten, die offensichtlich Scheiße nach Geruch sortieren können. Schauen wir uns doch mal die politische Kriminalität an. 2019, körperliche Gewalt gegen Amts- und Mandatsträger von rechts 0, von links 2. Sachbeschädigungen von rechts 0, von links 8. 2020 Gewalt gegen Amts- und Mandatsträger von rechts 0, von links eine Körperverletzung. Sachbeschädigung von rechts 18, von links 21. Erstes Halbjahr 21, Gewalt von rechts 0, von links einmal Raub und Erpressung. Sachbeschädigung von rechts 1, von links 8. Ja, was machen wir denn da? Vielleicht ein bisschen an der Statistik drehen, wie schon so erfolgreich bei antisemitischen Straftaten praktiziert, oder doch lieber bei den weisungsgebundenen Datenerfassern in den Polizeipräsidien ansetzen. Natürlich fällt die Gesamtstatistik zulasten der politisch motivierten Kriminalität rechts aus. Das war ja auch die Absicht Ihrer Anfrage. Vor allem ist das so wegen der vielen Propagandadelikte, die es ja auf links gar nicht gibt. Da darf ja ungestraft geholzt werden. Dass das offensichtlich Ihrem Geist entspricht, konnten wir ja die letzten Tage von Ihrem Bundespräsidenten erleben, der die RAF-Terroristin Gudrun Enslin als große Frau der Weltgeschichte bezeichnete. Worauf es aber ankommt, sind Gewaltdelikte oder die Sachbeschädigungen, wie gelöste Radmuttern oder beschmierte Hausfassaden, wie vor wenigen Wochen in Pforzheim beim Kollege Bamberger oder wie diese Tage beim AfD-Vorsitzenden Grupalla. Mit übrigens aufgemalten Einschusslöchern an den Kinderzimmerfenstern. Oder die Todeslisten von der Antifa erstellt, gegen AfD-Politiker gerichtet. Deshalb wollen Sie ja, Herr Hildenbrand, auch keine Waffen in die Hände von Rechtsextremisten. Da stimme ich Ihnen auch zu. Möchte ich auch nicht. Aber von Linksextremisten höre ich ja von Ihnen nichts. Die dürfen offensichtlich Waffen haben. Oder wie muss ich es interpretieren? Ich weiß es nicht. Was den Antisemitismus betrifft, kein Liederabend mit Heino, der Ihnen entgeht, auch wenn keinerlei Straftaten begangen werden. Gangster-Rap hingegen wird vorwiegend von linken Jungwählern konsumiert. Er fördert einer Studie der Uni Bielefeld zufolge antisemitische und frauenfeindliche Einstellungen bei jugendlichen Hörern. Unter den sehr antisemitisch Eingestellten gaben über 81% an, sehr gerne Gangster-Rap zu hören, die derzeit größte und wichtigste Jugendkultur. Dieser Antrag, einschließlich dessen Begründung, ist ein einziges Propagandamachwerk einer Partei, die nicht nur auf dem linken Auge blind ist, sondern auch nach ihrer eigenen Legitimation sucht. Sie müssten nämlich sehen, dass ihre Innenministerdarstellerin Faeser unlängst im Zentralorgan der linksextremen VVN BDA gern gesehene Autorin war.
Der VVN wurde ja bis 2011 im Verfassungsschutzbericht von Baden-Württemberg geführt, bis ihr damaliger Innenminister Gall dem ein Ende setzte. Und damit ist eigentlich auch schon genug gesagt über die politische Instrumentalisierung der Schlapphüte aus der Taubenheimstraße. Das ist mir zum Schluss Anlass für eine Mahnung Richtung CDU. Merken Sie eigentlich, dass die vereinte Linke und Linksextreme drauf und dran ist, alles als rechtsextrem zu diffamieren, was noch nicht als links gilt? Spätestens, wenn die Schonfrist in der Zweckgemeinschaft mit den Grünen zu Ende geht, werden auch Sie Zielscheibe der Brigade Rosse aus SPD und Grünen. Sagen Sie dann aber bitte nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt.